Was wäre, wenn nichts in deinem Leben zufällig geschehen wäre? Also alles, was dir bisher passiert ist, tatsächlich einen Grund hätte. Nicht, dass du den kennen oder verstehen musst. Aber wenn wir mal annehmen, dass ja alles, alle Lebewesen eine innewohnende Intelligenz haben, die nach innerer Ordnung strebt. Die Natur, alle Lebewesen, überall. Auch im Universum kannst du das sehen, überall. Dann kann man wirklich getrost davon ausgehen, dass auch wir Menschwesen nicht einfach nur zufällig hier reingeworfen worden sind. Und das, was wir hier erfahren in unserem Leben, auch Leid und Schmerz, dass das eben nicht sinnlos oder zufällig und einfach nur so passiert. Es hat einen Grund. Und wenn es nur den hat, zu erkennen, was wir wirklich sind, Schöpfer. Das ist ein ziemlich radikaler Gedanke. Und den Zufall sozusagen auszuklammern, schickt einen wirklich in die Eigenverantwortung. Weil es bringt dich dazu, alles, was bisher in deinem Leben passiert ist, noch einmal neu anzuschauen und zu merken, wow, wenn das nicht zufällig passiert ist, was wollte es mir sagen? Warum ist mir das passiert? Was könnte der Grund sein? Oder warum passiert mir etwas immer wieder? Ja, spannend. Alles Liebe.